Oh Mann, Kelvin! Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer schönen neuen Folge Sons of the Forest. Auch hallo von Virginia. Wir haben gerade die Nacht hier verbracht, alle zusammen. Kelvin war auch hier oben, sehr, sehr schön. Müssen wir vielleicht auch noch ein Bett für die beiden bauen. Aber ist keine Pflicht. Oh, schaut mal, was macht ihr alle hier? So früh. Die haben sich in unserem Lagerfeuer aufgewärmt. Und ich würde sie ja lassen, wenn ich... Oh, das war ein cooler Move. Virginia, super. Virginia, keine Chance. Ich muss gar nichts machen. Virginia holzt alles ab. Oh, ich liebe es. Tja. So ist das hier, so ist das hier. Ja, mit Virginias Hilfe geht das alles. So, wir legen einmal nach. Oh nein, ich muss Stöcke zuerst nachlegen, bevor es ausgeht. So, wo hast du die jetzt hingezimmert? Hier. Ich würde die ja lassen, wenn ich nicht wüsste, dass die uns ans Leder wollen. Und mir fällt ein, wir brauchen Knochen. Das bedeutet, ich würde die gleich mal hier verarbeiten. Ja, und dann geht's los. Es gibt noch viel zu tun. Und mit viel zu tun meine ich vor allem, dass wir... Nicht essen. Oh, ist der eklig. Hör auf. Oh, ist es widerlich. Oh, ist der widerlich. Bist denn du drauf? Oh. Okay. Sehr ekelhaft. Virginia darf das, aber ist ja widerlich. So, genau. Also, es gibt sehr, sehr viel zu tun. Ich komme nur nicht dazu, wenn es so weitergeht. Oh, da sind noch mehr. So. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir stark. So, das gibt jede Menge Knochen. Finde ich jetzt okay. Ist sowieso mein Ziel. Ich würde gern mal dazu kommen, euch zu erzählen, was ich denn vorhabe. Denn offensichtlich ist heute Knochentag. Heute ist Knochentag. Der hat wieder so viel Rüstung an. So. Ich krieg immer nur die Hälfte von den Leuten dann aufs Feuer. Das ist natürlich auch blöd, aber naja. Besser als gar nichts. Werf den mal hier mit dazu und den hier auch noch. Und ja, das brauchst du nicht. Nicht, dass ich wieder was esse, muss ich aufpassen. So, liebe Leute, jetzt. Es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Also erstmal, Status quo. Kelvin ist eingeteilt, um die Basis zu erhalten. Das bedeutet, er füllt die Behälter, denn unsere Hasenstallzucht ist fertig. Sie sind aber immer noch zu dritt, das ist okay. Also, wir haben das Haus außen komplett fertig. Das bedeutet, Dach ist drauf, Wände vorne und hinten sind zu. Alles ist gut. Das bedeutet, ich möchte jetzt das Lager hier eigentlich abbauen. Wir brauchen das schlicht und ergreifend nicht mehr. Bedeutet, ich würde hier alles abbauen wollen. Plane, Stöcke, alles weg. Brauchen wir nicht mehr. Die, schaut euch mal die Knochen an. Die Bänke würde ich gerne umsetzen, weil... Wir brauchen ja natürlich hier brauchen wir was zum Sitzen, ist klar, damit wir hier die schöne Aussicht genießen können. Und da würde ich das gerne so haben wollen, so nah wie möglich dran, scheint aber nicht zu gehen. Wir platzieren sie hier und die andere Bank auf der anderen Seite. Ich habe mir überlegt, ob wir das hier lassen sollen, den Spot am See, aber wie gesagt, ich finde eigentlich, unser Häuschen ist nahe genug dran, das ist völlig okay. So, dann darfst du jetzt mal hier hin. Wie gesagt, ich versuche zumindest so nah wie möglich ranzukommen. Wir können die aber auch noch versetzen. Dann müssen wir drin natürlich einen Kaminofen bauen, ist klar. Den hier können wir dann auch nach drin verfrachten. Das Holz kommt nach drin. Und ich baue uns mal schnell irgendwo einen Knochen, so ein Knochenlager auf. Wo ist das? Stein, Stamm... Knochen. Ich würde das gerne hier so ein bisschen drunter platzieren. Ich weiß noch nicht, wo genau Regale hinkommen und wo nicht. Aber zur Not platziere ich das auch wieder um. So. Und da müssen wir jetzt eben ein, zweimal laufen. Das ist jetzt natürlich eine ganze Menge. Das bedeutet, der wird jetzt ratzfatz voll werden. Und der hier liegt noch nicht genau da, wo er liegen soll. Du kommst hier rein. So. Machen wir einmal voll. 16 Knochen, glaube ich, oder so.
Und dann ist das Ding natürlich auch sehr schnell. Aber dann machen wir eben hier unser Knochending hin. Ist ja kein Thema. So, hallo Virginia. Dann würde ich einen Kaminofen natürlich als nächstes bauen. Da wird vermutlich Kelvin ein bisschen mithelfen. Aber wir sollten eigentlich relativ schnell genügend Steine zusammen haben. Schaut mal, hier ist alles voll. Das ist dann ein bisschen Fleißarbeit. Da müssen wir uns nur, bevor ich das jetzt angehe gleich, müssen wir uns nochmal den ganzen Raum hier so ein bisschen angucken und schauen, wo wir den am besten platzieren. Es soll ja schön werden. So. Yes. Haben wir einmal fast das Ding hier kurz voll gemacht. Finde ich cool. Und ja, sehr schön. Das wird voll. Cool. Das war das Waffenlager. Weiß ich auch noch nicht genau. Also ich bin hier noch nicht ganz sicher. Was ein bisschen schade ist, dass jetzt natürlich diese Wand hier so ein bisschen verbaut ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier hinten so eine gemütliche Sitzecke wird, während hier vorne eher so Schränke und so hinkommen. Das bedeutet, lass mal kurz schauen, das war glaube ich hier, Versorgung, Steinkamin. Ich glaube, hier wäre ein sehr guter Platz, um den hinzubauen. Und dann kann man hier vorne so ein paar Teppiche hinlegen, eine gemütliche Stuhlsitzecke davor machen und so weiter. Das wird richtig schön. Und ja, hier ist jetzt natürlich so, den finde ich nicht gut platziert hier, muss ich gestehen. Den würde ich dann umsetzen wollen. Und zwar hatte ich mir überlegt, ist es doch vielleicht sinnvoll, wenn der zumindest in der Nähe steht vom Kaminofen, dass es besser trocknet. Weil ich denke, hier hinten ist es dann schön warm. Und dann wird das Fleisch schneller fertig. Finde ich gut. So, unsere Waffenausstellung. Wir können natürlich uns auch noch überlegen. Du Vollidiot. Ich kann ihm leider keine klatschen, sonst hätte ich ihm jetzt eine gewischt. Okay, hätte vielleicht nicht gleich mit der Feuerwehraxt sein müssen. Aber ich bin sauer. Gelinde gesagt bin ich sauer. Okay. Also, wir lassen Kelvin das in Zukunft nicht mehr machen. Denn so. Ja, okay, gut. Jetzt hat er ihn ja gefällt. Jetzt kann ich ihn auch einräumen. Oh, Mann. Kelvin. Du voll. So. Schneide ich raus. Sonst gibt es Anzeige wegen Hate Speech. Ja. Okay. Also, hat lange gehalten, unser Häuschen. Super. War ein sehr schönes Vergnügen, hat Spaß gemacht, hat sehr lang gehalten. Schaut, mein letztes Kelvin beleidigt und meditiert. Kelvin, du hast doch einen Stock im Arsch. Du hast doch einen Stock im Arsch, Kelvin. Ich kann ihm einfach nicht lang böse sein. Vor allem nicht, wenn er einen Stock im Arsch hat. Kelvin. Okay. Ich bin dir nicht mehr böse, aber bitte... Bitte lass es. Was könnte ich ihm denn sagen, dass er machen soll, wo er keinen Schaden anrichten kann? Gut, Basis erhalten geht dann halt nur, wenn ich entweder keine Stammlager habe oder volle Stammlager. Mach einfach Pause. Du bist zu nicht viel Sinnvollem zu gebrauchen. Mach einfach Pause. So, und wo waren wir denn gerade? Wir können natürlich, wie gesagt, auch vielleicht so das hier zum Beispiel nutzen und das ein bisschen abteilen. Und zwar nehme ich jetzt wieder ein paar Stämme raus. Oh, wir kriegen Besuch. Schaut mal. Hallo. Komm mal mit. Virginia wird natürlich auch gleich wahrscheinlich hier auftauchen. Aber ich möchte ihn eigentlich hier mal zu unserem Turm locken.
Aber schaut mal, wie schön der jetzt inzwischen wieder... Ja, wir sind einfach nicht interessiert. Also unser Fallenturm ist irgendwie eine gute Idee. Aber in der Realität ist es jetzt nicht der Reißer. Okay. Er will zu Virginia. Armsi und Virginia gehören quasi zusammen. Hörst du auf? Jetzt habe ich die kleine Munition drin. Ne? Oh, wir geben ihm. Oh, ich muss mal kurz ein bisschen Abstand gewinnen. Er hat es doch auf mich abgesehen. Ich wollte mal zeigen, wie das hier läuft mit unserer Katana. Okay, wir haben ihn, wir haben ihn. Der Armsi. Jo, und da ich sowieso gerade so ein bisschen an Mangel an Rüstung habe, ballern wir uns die rein und holen uns wieder 2 Stück. Okay, nachdem es die letzten Male also sehr ruhig war, haben wir jetzt wieder ein bisschen Action gehabt. Ist cool. Kann ich mitleben. Und ja, wie gesagt, ich hatte gerade so einen kleinen Schnitt gemacht, weil ich eigentlich hier diese Wand bauen wollte. Und dann habe ich es draußen rappeln gehört. Ja, ich dachte mir, wir können das nutzen, dass hier diese Stütze ist und machen einfach so eine kleine Wand. Ich glaube, das kommt ganz gut. Dann können wir nämlich dort auch ein Regal hinstellen und so. Dann haben wir immer noch den großen offenen Raum. Aber es ist nicht mehr ganz so verloren. Ja, und das ist jetzt natürlich Shit. Das braucht einfach kein Mensch. Tja. Okay, gibt Feuerholz. Ciao. Ja, wenn man da nicht aufpasst, dann macht er halt, was er will, der Gute. Das kommt vor. Und ich sehe gerade, da hinten ist ein Totem. Das würde ich gleich wegmachen wollen, weil ich glaube, dass es schon stimmt, dass wenn... Schade, kann ich da nichts reinmachen? Ich will das aber... Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich möchte gerne hier auch zumachen. So, schaut mal, was ich mir überlegt habe, ob das vielleicht geht, wenn ich hier einen Balken reinmache. Ich weiß nur nicht, wo ich den ansetzen muss. Es geht vielleicht auch gar nicht. Weiß ich nicht, aber das müsste doch gehen, dass ich hier unten noch einen Balken reinmache. Nee, 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 das ist das Falsche. Das ist noch weg. Den hier. Den hier will ich haben. So, und jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen jemals. Okay, geschafft. Und jetzt, schaut mal, jetzt geht's. Ja. Okay. Jetzt scheint's zu gehen. Ja, das ist es mir wert. Mal kurz rausschauen. Ob er den jetzt auch abgeschnitten hat. Jo, hat er gemacht. Cool. Sehr gut. Also, das funktioniert. Dann würde ich das hier zumachen. Ich muss das Totem wegmachen, Leute, sonst... genau. Er schneidet da jetzt immer ab und wirft es raus. Und dann muss ich das hier natürlich auch noch machen. Gehe ich mal davon aus. Okay. Ich mache das mal auf der Seite auch. Ich muss tatsächlich immer mehrere wegmachen. Sonst komme ich... Ich muss da runter. So. Und dann macht er ihn rein. Aber ist okay. Hey, wenn man weiß, wie es geht, dann ist es ja auch alles easy. Schaut mal, dann geht es ratzfatz. So, jetzt machen wir erstmal das Totem weg, sonst habe ich Angst, dass noch mehr kommen. Das heißt, ich bin mir sogar sicher, dass noch mehr kommen, wenn wir es nicht lassen. Wenn wir es nicht weglassen. So. Immer wieder Knochen und Stöcke. Steht sonst noch irgendwo eins? Lass mal kurz schauen. Ich glaube, diese Totems haben es echt in sich. Weil letztes Mal hatte ich zu Beginn der Folge alle weggemacht und dann hatten wir echt Ruhe. Okay. So, das hier sammle ich jetzt auf und hier müsste jetzt nochmal eins liegen eigentlich. Ah, ist wahrscheinlich weggerollt. Es kann sein, das ist weg. Ah, schade. Dann setzen wir eben das hier rein und müssen nochmal eins machen. Kein Problem. Ah, schau mal, das wird schön. Den hier setzen wir hier rein. Ah ne, das ist ein... jetzt haben wir jede Menge von diesen Dingern. Keine Ahnung, was machen wir denn mit denen? Ich meine, ich brauche hier oben keinen Stauraum. Wisst ihr, wie ich meine? Weiß ich nicht.
Es sei denn, wir stellen irgendwas drauf. Also irgendwas, was schön aussieht. Die Statuen da drauf passen? Wäre eine Möglichkeit. Also diese Rüstungsständer, dass wir hier uns auch welche aufbauen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja, solche Kleinigkeiten halt. Und dann noch ein paar Fenster rein. Hinten vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch ein Fenster rein. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. So, jetzt geht es. Jawohl. So, schaut mal, ich war fleißig und habe zumindest mal angezeichnet. So stelle ich mir das vor, so ein richtig schönes, gemütliches Eck mit so einer Couch, mit Fell, mit so einem Schaukelstuhl hier am Kamin. Dann habe ich hier mal ein Regal hin und hier hinten, da würde ich gerne so ein bisschen die Ecke haben, wo ja unsere Waffen und so weiter sind. Hier würde ich so ein Pfeillager aufbauen wollen. Hier natürlich ein großes Regal. Hier haben wir noch ein Sprengstofflager, sodass wir da ein bisschen unser Zeug auch ausstellen können. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir brauchen eine ganze Menge große Steine, die es ja hier zum Glück in Massen hat. Das ist sehr, sehr gut. Was? Ja, okay. Virginia freut sich wieder. Sie mag es, glaube ich, immer, wenn wir bauen. Das mag sie einfach ganz gerne. Oh ja, 40 ist natürlich aber schon... Das ist schon eine Hausnummer. Und ich muss mich stärken, sehe ich gerade. Ich würde einmal einen Schluck trinken und ich habe auch noch Fleisch übrig. Das und das. Und Kelvin sollte ich schon wieder einspannen. Wenn ich ihm jetzt sage, Basis erhalten, was macht er dann? Dann versucht er, die Dinge hier aufzubauen, oder? Ja, ich glaube, ich riskiere es nochmal. Wo ist er denn? Warum geht denn der so weit weg? Kelvin, was macht er da hinten? Hat er da irgendwas? Oh, Falle nicht durchlaufen. Ich erinnere mich, wir haben die Falle noch gebaut. Ja, Pause mal. Ja gut, ich kann ihn ja in seiner Pause nicht verbieten, dass er einen Waldspaziergang macht. Ist schon okay. Kelvin, Kelvin, mitkommen. Ich muss nur aufpassen, dass er keine Bäume fällt. Wie mache ich das? Das ist echt eine gute Frage. Wie mache ich das, dass er keine Bäume fällt? Ich gehe davon aus, er sammelt jetzt eher Stöcke und Steine. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wenn er irgendwo an eine Stelle kommt, wo er Stämme braucht, dann nimmt er die wahrscheinlich nicht aus dem Lager, sondern fällt lieber einen neuen Baum. Und wenn er den zum Beispiel fällt, dann ist das nächste Teil am Haus kaputt. Das ist ein bisschen blöd. Ja, ich glaube, es spielt keine Rolle, wenn ich ihm sage, Strukturen aufbauen oder fertig bauen, dann kommt das ja aufs Gleiche raus, ne? So. Ja, ist eben so. Ich muss ihn im Auge behalten. Ich muss ihn immer so ein bisschen im Auge behalten nebenher. So, was hast du Tolles, Virginia? Sie hat was zum Essen, das ist gut. Ja, es ist weg. Es ist einfach weg. Liebe Virginia, es ist weg. Weil, oh, hier haben wir ja auch noch gehabt. Ah, ey, aber Steine kriegen wir so easy zusammen wie sonst nirgends, glaube ich. Ich muss ihn im Auge behalten. Was macht er jetzt? Er repariert, okay. Reparieren ist auch gut. Darf er auch machen. So. Und im Prinzip muss ich eigentlich nur dafür sorgen, dass die Stammbehälter voll sind, damit er nichts abbaut. Weiß ich nicht. Komm, wir nehmen mal ein paar Stämme. Und dann, wo war's? Hier kommen Stöcke. Habe ich nur einen. Hier. Sehr unnötig, die Aktion. Brauchst du hier die kurzen? Nee. Oh. Es ist jetzt... sind sehr viel unnötige Holzteile jetzt dabei angefallen. So. Und ich würde gerne schauen, wo ich noch Fenster reinmachen kann. Ich habe mir nämlich wirklich überlegt, ob wir hier noch zwei Fenster auf diese Seite reinmachen. Einfach, weil ich glaube, das würde schön aussehen. Also quasi hier und... hier sozusagen. Wisst ihr, wie ich meine? So. Es geht doch, es würde gehen. Wenn das jetzt nicht so ist, wie ich es mir vorstelle, was passiert dann? Dann müsste ich das ganze Ding nochmal rausmachen und neu. Ich weiß es nicht. Lasst uns anschauen. Ja, das ist schon okay. Das ist okay. Und jetzt muss ich nur die gleiche Reihe auf der anderen Seite erwischen. Sollte aber klappen. Es ist diese Reihe hier. Die hier. Ja. So, komm. Woran liegt's? So.
Und das eins drunter, das hier. Und. Hast du jetzt echt. Also, manchmal macht er Sachen, wo ich mich frage, wie kommt er denn da drauf? So, das hier. Dann können wir die zwei wieder wegnehmen. Und auf der anderen Seite würde ich das auch gerne machen. Also nicht so, aber zum Beispiel hier, dass wenn wir hochlaufen, dass wir hier ein kleines Fenster haben zum rausgucken. Muss ja kein großes sein, das ist so ein kleines. Und vielleicht hier auch noch. Das fände ich ganz schön. Auf der anderen Seite haben wir die großen hier. Wir machen es groß. So ist schön. Können wir das auch groß machen? Wir machen das auch groß. Oh, Kelvin fällt Bäume. Kelvin. Oh. Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn. Und hier liegen ja noch Stämme. Gut, das sind halbe. Wisst ihr was? Ich glaube, ich fäll mal ein, zwei Bäume für Kelvin. In die Richtung. So. Weil ich das Gefühl habe, sonst macht der Dinge kaputt. So. Jetzt müsste Kelvin doch genügend Stämme haben, für was auch immer er vorhat. Uiuiui. Das Klopfgeräusch, das ist bei mir echt Herzrasen, sage ich euch. Da ist bei mir Herzrasen angesagt. Hier sind kleine Stöcke. Brauche ich überhaupt noch große Stämme? Für irgendwas? Das sind wahrscheinlich 10 Bäume gefällt für nichts. Was macht er jetzt? Jetzt sammelt er wieder Stöcke, oder? Nee, tut er nicht. Kelvin macht mich fertig. Ja, wir brauchen jede Menge. Komm, wir plündern mal diesen Stockhalter hier. Habe ich jetzt Lust drauf. Und dann können wir den ja auch umsetzen. Den brauchen wir hier unten nicht mehr. So Stück für Stück, dass hier unten alles wegkommt. Stockhalter. Machen wir mal hier. So. Jo, das passt. Das passt sehr gut. Machen wir mal hier weiter. 8 Stöcke kriegen wir hin. Großer Stein, Seil haben wir auch noch. Alles easy. So, inzwischen ist einiges geschafft. Hier der Waffenhalter ist fertig. Hier der schöne Schaukelstuhl, der ist schon fertig. Und es fehlen nur noch ein paar Steine hier drin und ja, Felle, die müssen wir uns holen. Das sollte aber kein Problem sein, aber es ist Nacht und ich sehe nicht mehr wirklich viel. Und deshalb würde ich einfach sagen, wir schlafen, dann können wir die Sachen voll fertig bauen. Und dann will ich auch noch auf dem Dach natürlich Solarpanel anbringen, ist völlig klar. Und dazu müssen wir dann auch wahrscheinlich nochmal eine Runde drehen, um genügend Batterien und alles zu finden. Aber bis dahin würde ich sagen, einmal noch was gegessen und was getrunken. Ah, kleiner Schluck ist noch drin, das reicht. Und hier oben ist natürlich noch einiges zu tun. Lass uns mal schlafen erstmal. Sehr, sehr schön. Und schaut mal, unsere Energie ist komplett voll. Das bedeutet, es bringt... Oh. Es ist schön. Es ist schön. Aber irgendwie auch beängstigend. Weiß ich noch nicht, ob ich den lasse. Irgendwie finde ich es ja schön. Schauen wir den mal an, warum wächst denn der so? Habe ich da einen Stamm irgendwie nur übrig gelassen unter dem Fundament? Nee, aber irgendwie schön ist es ja schon. Ich überlege mir das noch, ob ich den wegmache. Und ja, Kelvin habe ich beauftragt, mal nur Stöcke zu holen und das Stocklager zu füllen, weil ich Angst habe. Er macht einfach zu viel Blödsinn. Das ist einfach Fakt. So, und jetzt muss ich natürlich auch noch ein paar Stöcke holen. Lass uns mal kurz auf Stocksuche gehen. Einmal noch voll. Aber wir brauchen gar keine Stöcke mehr. Warum sammle ich so viele Stöcke? Naja, man kann nie genug Stöcke haben. Wir brauchen ja nur noch ein paar Steine, ist mir eingefallen gerade. Genau. Dann lass uns mal doch noch große Steine holen. Die hat es vorne auch noch genug. Und ja, wie gesagt, Kelvin kann jetzt keinen Blödsinn mehr machen. Wir müssen hier dann nur noch so ein bisschen aufräumen. Aber das ist ja auch kein Problem. Und das Holz natürlich rüber schaffen. Oh, ich dachte gerade, irgendwas ist mit Virginia, aber sie hat nur geschlafen, glaube ich. Die hat nur geschlafen. So, zweimal laufen noch. Ja, sammel ruhig. Mach du deinen Job. Und 3 Stück noch. Yes. 3 Stück essen, trinken müssen wir noch. Cool. Ja, da hinten liegen. 1, 2, 3 und
Kaminofen ist fertig. Dann können wir das Feuer hier nämlich auch abbauen. Dann kann das auch weg. So. Hey, es wird doch, Leute. 1, 2, 3. Und ging das nicht immer, dass man, ging das nicht, dass man dieses Regal... Achso, das war hier. Bei Möbel, glaube ich. Nee, es war nicht bei Möbel. Muss hier gewesen sein. Dass man dieses Regalbrett, das hier, konnte man es nicht... Doch, das ging. Sehr schön. Ein halbes müssen wir hier noch haben. Ah, schau mal, so verwerten sich dann auch noch die Reste. Coole Sache. Ah, das finde ich gut. Das finde ich gut. So, jetzt können wir hier schon mal... So, und... So. Nö, nö, ist okay, lass mal. Cool. Oh, hat das Virginia gerade gebracht? Ich denke gerade, warum liegt hier ein totes Eichhörnchen bei uns? Das ist wie mit einer Katze. Virginia ist wie eine Katze. Die bringt einem ab und zu halt Geschenke. Und da muss man sich drüber freuen. Wobei ich mir auch überlegt habe, schaut mal, das ist ja wahnsinnig viel. Dass wir den irgendwo hier an der Seite vom Haus platzieren, wäre, glaube ich, auch eine gute Idee, oder? Weil du kannst ja in diese kleinen innen drin immer nur eine begrenzte Anzahl von Holz aufstapeln. Hier drauf geht es nicht. Also sobald du einen Boden verlegt hast, kannst du keinen so einen Stapel mehr machen. Dass wir den, weiß nicht, entweder hier so an der Seite oder hier an der Seite vom Haus machen. Ich mache nochmal ein paar drauf, dass ich es wiederfinde, die Stelle. Die so im Boden glitschen, ist es auch nicht gut. Aber so, dass uns auch von dem Holz nichts verloren geht. Okay, cool. Ja, und dann, wie gesagt, einmal aufs Dach. Ich würde gerne die Solarpanel hier oben platzieren. Ich weiß, dass es auch... Du kannst die auch irgendwo anders platzieren, ist völlig egal. Aber ich finde es einfach schön. Dazu ist doch ein Hausdach da, oder? So. Ich hätte die schon gern so ein bisschen gleichmäßig. Wenn ich... Nehmen wir mal an, ich gehe ganz, ganz hoch, so. Sieht aber auch nicht schön aus. Nee, nee, das muss schon so ein bisschen nach unten. Nehmen wir mal Unterseite, erstes Brett, ist auch nicht schön. Nehmen wir mal Mitte, zweites Brett. Mitte, zweites Brett. So. So kriegen wir das doch gut hin. Mitte, zweites Brett. Ja, ist doch okay. Und wie viele Batterien haben wir? Noch 2 Stück nur. Ist okay. Besser als gar nichts. Und das können wir jetzt einfach sammeln. Passiert hier? Hast du auch gehört? Ich weiß es nicht. Ja, und dann hatte ich mir noch überlegt, das hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt, ob das cool wäre, weiß ich nicht. Hier zum Beispiel, ich mach's mal. Einmal mal wissen, was das für ein Feeling geben würde, wenn man das hier so rüber machen würde. Weiß nicht warum. Ich könnte mir vorstellen, dass das designtechnisch was ausmacht. Also ich habe es jetzt mal so gemacht, ich bin mir aber nicht sicher. Irgendwie hatte ich Bock, das auszuprobieren, aber auf der anderen Seite bin ich mir irgendwie nicht sicher, ob es nicht blank schöner aussieht. Ich weiß es noch nicht. Es ist ja auch kein Muss. Auf der anderen Seite hätte es irgendwie auch was. Ich weiß nicht, ich lasse es mal. Ich lasse es und überlege es mir. Kevin habe ich angewiesen, da hinten bitte sich zu engagieren und Holz zu holen. Weil ich die Behälter hier wieder füllen möchte. Einmal alles voll und dann hat Kevin auch nicht mehr das Problem, dass er hier immer denkt, er muss die Behälter auffüllen. Und hier drin, schaut mal, habe ich jetzt wieder Sachen aufgehängt. Tatsächlich ist es so, selbst im Haus verschwinden die Sachen vom Trockengestell, was natürlich maximal ärgerlich ist, weil, das können wir doch eigentlich gleich hier einsortieren, ja, weil das eigentlich nicht sein sollte, meiner Meinung nach. Wir sind ja hier im Haus und warum sollte das hier drin verschwinden? Ich habe hier noch keinen gesehen, aber ich vermute, die kommen so ähnlich wie Kelvin von außen quasi hier drin den Behälter auffüllen kann, wenn er hier vorbeiläuft. Gehe ich fast davon aus, dass die Waschbären auch von außen den Fisch und das Zeug klauen. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Ist natürlich maximal ärgerlich, weil
Ja, jetzt habe ich schon extra das Haus gebaut. Wir haben eine Tür und alles. Und trotzdem verschwinden die Sachen. Das ist natürlich blöd. Sollte nicht sein, aber ja, ist halt jetzt so. Ist halt jetzt so. Und schaut mal, es wird richtig wohnlich. Richtig schön. Aber wir brauchen noch mehr Felle. Das bedeutet, ab jetzt sind die Elche zum Abschuss freigegeben, zum Freischuss abgegeben. Und das hier können wir noch kurz verarbeiten. Und dann ist doch für heute auch wieder richtig viel geschafft. Und ich freue mich, dass es hier langsam Gestalt annimmt. Und dann können wir wieder so ein paar Loot-Ausflüge machen. Ich würde auch gerne noch mal in eine Höhle reingehen wollen. Einfach nur aus Spaß. Und gucken, wir haben jetzt auch mega viel Munition. Ich wollte gerade sagen, Kelvin fällt wieder Bäume. Aber ja, drüben darf er das machen. Solange er nicht wieder hierher kommt, macht er ja auch manchmal. Nee, aber er ist noch drüben beschäftigt. Gut, gut, gut. Genau, hier müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Hier liegen ja jetzt auch jede Menge Stämme rum. So, bevor ich das vergesse, jetzt will ich auch sehen, dass ich so durstig bin. Das ist natürlich schön, dass die hier draußen stehen. Oh, und den unten natürlich. Der muss als erstes weg. Die müssen nur umplatziert werden. Das war jetzt einfach nur mal so pauschal und vorübergehend. So, einmal mitkommen bitte. So, der hier, der hier kommt nach oben. Das wird unser Nachttischchen, beziehungsweise gibt es ja keinen. Das wird unser Waschbecken im Schlafzimmer. So, würde ich gerne hier irgendwo haben. So an der Seite. Nee, so gefällt es mir nicht. Vielleicht so ein bisschen schräg. So, und hier oben will ich natürlich, das fand ich ziemlich cool letztes Mal, Einrichtungsgegenstände. Weiß nicht, ob das hier drin ist. Oh nein, war das nicht so ein extra Bauplan, den wir mal gefunden haben? Der Strahler, den finde ich blöd. Hier, die hier hätte ich gerne. Die hier muss natürlich wieder hier hin. Ich stelle sie mit Absicht so ein bisschen weg, weil die ja so schön sich dreht. Komm, wir räumen noch kurz zusammen auf. Das kriegen wir noch zusammen hin. Das ist schnell erledigt. Und dann ist es ein sauberer Abschluss. Ja, ich muss jetzt gestehen, so ohne Feinde ist auch langweilig ein bisschen. Also nicht langweilig, aber es ist immer schön, wenn mal eine Unterbrechung zwischendurch kommt. Das können wir hier hinlegen. So, und damit ist das Feuer auch abgebaut. Gut, die Plane ist übrig, die verschwindet. Das ist kein Problem. Und ja, damit haben wir erfolgreich. Ich habe mir noch ein zweites Steinlager aufgebaut. Kann man nie genug haben. Damit würde ich sagen, ist für heute das Ding abgeschlossen. Was ich hier auf der großen freien Fläche noch alles mache, weiß ich nicht. Aber ich würde auch sagen, wir machen hier ein paar Glühbirnen hin. Und wir machen oben noch ein paar Glühbirnen hin, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch Solar auf dem Dach. Und ja, das nächste Mal würde ich dann gerne einen Loot-Ausflug machen. Ich würde gerne noch viel, viel mehr Energy-Drinks holen. Und Solarpanel und Batterien gab es, glaube ich, hier unten bei den Kannibalen, hier auf der Seite unterhalb. Da können wir auf jeden Fall eine schöne Runde machen und alles einsammeln. Und ansonsten muss ich sagen, ich bin sehr, sehr happy. Den hier mache ich vielleicht weg. Uns reichen, glaube ich, zwei Baumstammlager. Also da gibt es noch ein bisschen was aufzuräumen. Und ja, jetzt natürlich schauen, dass die, genau, sie nicht verhungern. Ja, wenn das mal vier sind, dann werde ich mal ein oder zwei rübersetzen. Vielleicht holen wir uns auch noch ein paar, warum nicht? Einfach nur, weil es Spaß macht. Und ja, mit denen beschäftige ich mich jetzt gleich. Beziehungsweise, komm, wir können uns noch ein Bein holen. Willst du mir dein Bein geben? Ja, genau das. Das brauche ich. Dankeschön. Sehr gut, guck mal. Okay. Der Brennende ist immer ein bisschen blöd. Der lebt immer noch. So. Der Brennende ist immer blöd. Virginia, kümmere dich mal. Ich habe ein Bein gefunden. Aber ich glaube, für die Lampe, um sie zu komplettieren, brauchen wir auch ein Fell. Von dem her ist das Bein jetzt nur zweitrangig. Ja, wir brauchen ein Fell und noch Stöcke und so weiter. Also, würde ich sagen, bereite ich alles vor für nächstes Mal. An dieser Stelle möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.